Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr heute alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update hier für euch vorbereitet und sage viel Spaß bei dem Video. Ja, die letzten Wochen, Tage, Nachricht auf Nachricht, News über News, es tut sich mehr oder weniger was, nicht nur im Tourismusbereich, auch in Thailand selber, aber da kommen wir gleich zu. Das erste Thema, was ich heute für euch vorbereitet habe, die 14-tägige Quarantäne, die derzeit noch herrscht, wenn Leute nach Thailand einreisen, könnte theoretisch auf 10 Tage reduziert werden. Diesen Vorschlag möchten Gesundheitsbehörden in den nächsten 1 bis 2 Wochen im Kabinett machen. Mal schauen, ob dieser dann durchgesetzt wird. Allerdings soll das dann nur für Einreisende aus Ländern mit geringem Risiko gelten, wie zum Beispiel Australien, China und Neuseeland. Masken tragen, Hände waschen und soziale Distanzierung werden aber wohl weiterhin Teil des Alltagslebens in Thailand bleiben. Naja, schauen wir mal, ob dieser Vorschlag dann am Ende durchgesetzt wird und dass für Einreisende nach Thailand dann nur noch 10 Tage Quarantäne vorgesehen sind. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Die thailändische Regierung hat in Bangkok den Notstand ausgerufen. Wie die deutsche Botschaft in Bangkok jetzt mitteilte, gilt ab sofort der Notstand in Bangkok. Was das genau bedeutet, blende ich euch hier einmal ein. Den Link der Botschaft packe ich euch auch einmal unten in die Beschreibung rein. Ja, was sagt ihr zu den ganzen Themen, die ich jetzt hier gerade angesprochen habe, beziehungsweise zu den 2 Themen? Schreibt doch mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich sag bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt gesund, ciao, ciao.